Also wir fahren weiter mit dem Teil 2. Ihr könnt alle ein Tuch nehmen oder ein Yoga-Band, wer eins daheim hat. Wenn ihr es braucht, wir machen die Übung, wo man die Hände hinten zusammennimmt. Ihr könnt selber entscheiden, brauche ich es oder nicht. Wir nehmen den rechten Arm und schwingen den mal, um richtig die Schulter zu lockern, vor und zurück. Bleiben dort oben mit dem Arm, schön den Bauchnabel heben, lassen ihn gehen, gehen mit der anderen Hand nachfassen. Jetzt kommt vielleicht das Tuch zum Zug, dass ihr da die beiden Hände zusammenbringt. Finger ineinander rein könnt haken. Rechten Ellbogen zur Decke aufziehen, linken Ellbogen zum Boden. Öffnet euer Schlüsselbein. Haltet euren Bauchnabel drin, stabilisiert euren Rumpf. Ein Moment bleiben, schnaufen nicht vergessen. Geht immer etwas besser im Schnaufen. Und dann langsam lösen. Und die andere Seite. Schwung. Schwung. Hat schon lange nicht gegessen mit zusammen ins Training. Wie früher. Ja. Gut, wir lassen den Arm hier oben, wir lassen ihn fallen, gehen auf den Nachfassen mit der unteren Hand, mit Band, ohne Band, so wie es geht für euch. Gut, spüren, wie weit kann ich gehen. Ihr dürft euch ruhig ein bisschen fordern, aber nicht überfordern. Linken Ellbogen geht zur Decke auf, rechten runter und schön Schlüsselbein öffnen. Noch ein Moment dranbleiben, nachfassen. Gut, und langsam lösen. Gut. Dann stehen wir am Mattenrand. Ihr braucht eigentlich, außer den Ball, braucht ihr sonst nichts. Stehen Hüftgelenk frei am Mattenrand. Die uns abrollen. Lass den Kopf gehen. Wirbel für Wirbel tief kommen. Ihr könnt die Beine leicht beugen. Rollt euch noch eine auf. Von unten her. Geht nochmal ab und das nächste Mal bleiben wir gleich unten. Wir haben auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt die Hände nicht an den Boden tun können, mit gestreckten Beinen, mit den Oberschenkeln, wo wir wirklich die Kniescheiben aufsuchen und die Sitzbeinhöcker, die wir rausschieben gegen die Decke, könnt ihr ein Buch unter eure Hände nehmen. Zur Verlängerung von euren Armen. Schaut, dass das Gesäß oberhalb der Füße bleibt und nicht fest zurückgeht. Und die leicht Knie machen und wieder strecken und gleichzeitig gerade die Sitzbeinhöcker Richtung Decke schieben. Und lasst euren Kopf hängen. Jeder ist in seinem eigenen Tempo. Das nächste Mal ist die Streckung. Bleiben nochmals jetzt bei Höcke Richtung Decke. Wir machen einen Schritt vorne. Machen den Hund, der gegen oben schaut oder das Hausdach. Probiert, wenn es geht, probiert da eure Fersen am Boden zu behalten, eure Beine zu strecken und die Sitzbeinhöcke Richtung Decke schieben. Schiebt euch mit den Händen, mit den Armen zurück und bringt euer Brustbein Richtung Füße. Kopf hängen, schnaufen. Dranbleiben in der Streckung, spüren ein bisschen mehr die Fersen Richtung Boden gehen. Macht nichts, dass sie da oben bleiben, aber wir arbeiten auch da oben dran, dass sie etwas weiter gegen den Boden runterkommen. Gut, dann gehen wir auf die Knie, sitzen hinten runter, nehmen die Arme etwas weiter vorne.
Und wir geben Schub aus dem Beckenboden, schieben uns hoch auf alle Viere, gehen tief, schieben uns wieder hoch und gehen wieder hinten. Schub aus dem Beckenboden, schieben uns vorne, gehen tief, gehen hoch. Und ihr könnt gut, wenn es vorne nicht geht, zum Runtergehen, nehmt die Hände etwas näher, geht mit den Ellbogen zum Boden, wieder rauf und zurück. Möglichkeit. Führen gehen und tief und hoch. Mach es noch zweimal. Bleibe da gleich hinten, doch neu. Du legst die Stirn ab, die Arme auf die Seite nehmen. Gut, dann sitzen wir. Wenn wir uns aufrichten, bleiben gerade, sitzen gleich auf die Füße ab. Man kann das auch machen, wenn das Knie ein bisschen Probleme hat noch im Moment in der Beugung, aber wenn es gar nicht geht, dann sitzt ihr her. Ich mache es gerade so. Es ist wichtig, dass eure Schultern oberhalb vom Becken bleiben und nicht zu weit hinten gehen. Wir machen die Rotation von der Brustwirbelsäule. Wir tun die Finger ineinander rein, verschränken, tun es ausdrehen, gehen mit den Armen auf, so dass die Handfläche zur Decke schaut. Und jetzt streckt eure Arme und nehmt sie neben die Ohren, arbeitet dort dran. Schaut, dass eure Beine so stabil bleiben, Knie. Und jetzt dreht ihr euch nach rechts drehen, schiebt euer rechtes Schulterblatt, die Brustkasten führen, öffnet eure linke Rippe hinten rauf, streckt die Arme, berührt mit euren Händen die Linie, bleibt dran. Wir gehen zurück in die Mitte, machen es gleich auf die andere Seite, nach rechts. Das linke Schulterblatt, die Brustkasten führen, schieben. Die rechte Rippe schön auffächern. Der Handfläche die Decke berühren. Und zurück in die Mitte. Und lösen. Dann könnt ihr hinten wieder die Arme vorabnehmen, die Stirn ablegen am Boden, die Knie öffnen und entspannen. Und die, die sitzen, so, kann den Bein haben, Rücken lösen. Gut durchschnaufen. Gut, kommen wir nochmal in diese Position. Und jetzt tun wir die Finger nicht so, wie sie kommen, sondern ein bisschen verschoben, sodass man das Gefühl hat, es fühlt sich ein bisschen komisch an. So tun wir sie ineinander reinfächern. Die Handfläche wieder zur Decke aufschieben, die Schultern weg von den Ohren. Drehen wir zuerst nach rechts. Das linke Schulterblatt in die Brustkasten vorschieben. Die rechte Rippe gegen hinten auf, auffächern, die Beine schön stabil behalten. Gut, auf die andere Seite drehen. Das rechte Schulterblatt in die Brustkasten vorne schieben und die Rippe auffächern. Zurück in die Mitte und auflösen und wieder Bein öffnen, Knie öffnen, hinten aber sitzen, Stirn am Boden und entspannen. Gut, dann könnt ihr hinsitzen, so wie ich. Bein vorne nehmen. Wir uns abrollen, Wirbel für Wirbel. Ihr könnt euch an den Beinen haben, könnt die Arme wegnehmen, so wie es geht für euch. Die Arme nehmen wir auf die Seite raus. Die Handfläche schaut zur Decke. Und wir nehmen ein Bein nach dem anderen auf.
Knäuse oberhalb von der Hüftgelenke. Und dann gehen wir mit dem Fußspitz Richtung Boden. Also, das Kriterium ist, dass eure Wirbelsäule stabil bleibt. Bauchnabel drinnen behalten. Allenfalls sogar von der Basis ausgehen und unten aufschaffen. Noch zweimal. Jetzt die Variation mit beiden Füßen. Ihr könnt immer wieder zurückgehen zu den vorderen Varianten. Wichtig ist, heben, Wirbelsäule stabil behalten. Krüsch macht die erste Variante. Also die zweite. Die erste Variante. Genau. Noch einmal. Gut, wir bauen auf. He? Wir jetzt Bein strecken, anziehen, Bein wechseln. Es geht jetzt immer ein bisschen die Steigerung vom Schwierigkeitsgrad, aber ihr habt jedes Mal die Möglichkeit, wieder zurückzugehen zu der vorderen Übung oder zu der ersten Variante. Schaut, dass euer Knie, dass ihr das zurücknehmt, dass eure Halswirbelsäule in der Verlängerung bleibt. Gut, wir wechseln. Wir strecken das Bein strecken rechts, dann links. Links anziehen, rechts anziehen. Strecken links, rechts, rechts anziehen, links anziehen. Und das immer im Wechsel. Kann ich Knüppel drin machen? Genau. Gut. Wir steigern noch steigern. Rechts vor, links rauf, Schere, Stopp. Links runter, rechts anziehen. Links, rechts, Schere, Schere, rechts, links. Schere. Scheren, anziehen, anziehen. Strecken, strecken, scheren, scheren, anziehen, nochmal. Gut, jetzt bleiben wir gleich im Scheren. Bauchnabel drin behalten, Schultern schön am Boden, Knie zurücknehmen. Nehmen wir beide gegen rauf. Gehen noch die Fußspitze anziehen, die Beine strecken. Und lassen die Beine runter, so weit es geht, dass ihr könnt haben. Und wieder ganz fein schälen. Gut, und das Bein noch einmal anziehen. Gerade ein Päckchen machen und ein bisschen entspannen, ein bisschen und her bewegen. Gut, dieses Bein machen wir anders abstellen. Wir nehmen die Hände an den Kopf, die den Kopf stützen. Nehmen die Ellbogen raus und dann gehen die Zehenkurve, Stirn. Steißbein. Wir fahren weiter so mit dem Oberkörper, die nur das rechte Bein anläuft und behalten es da. Wir wechseln mal das Bein.
Wir wechseln wieder das Bein und arbeiten diagonal. Schultern knien. Viermal. Wechseln. Wir wechseln, wir können noch eine Variante reinnehmen, indem wir noch wieder das Bein strecken. Wir wechseln. Und wechseln. Ihr könnt die Variante wählen, die ihr noch mögt oder die noch geht. Wechseln. Beide Beine abstellen, nochmal in der Mitte. Gut, und den Oberkörper abstellen. Arme abnehmen und kurz die Beinstrecke entspannen. Wir drehen uns auf den Bauch. Nehmen wir die Hände neben die Brust. Die Ellbogen zurücknehmen zum Körper. Und wir drücken die Schambeine in den Boden drücken und den Bauchrabbel zurücksuchen. Und jetzt schieben wir uns ein bisschen auf, aber lassen die Rippen am Boden. Wir geben Druck durch den Boden wegstoßen oder die Matte, lassen die Rippen am Boden. Schnaufen, schauen, dass eure Halswirbelsäule in der Verlängerung bleibt. Und entspannen. Nehmen wir nochmal die Hände neben die Brust, die Ellbogen zurück. Schauen, dass unser Schambein-Bodenkontakt hat. Den Bauchnabel zurücksaugen. Und jetzt schieben wir uns auf, aber behalten die Rippen am Boden. Geben Druck mit den Armen. Die Rippen bleiben immer am Boden. Und entspannen. Machen wir es nochmal. Das Mal gehen wir etwas höher in die Cobra. Wichtig ist, dass der Bauchnabel drinnen bleibt. Schieben uns hoch. Und heben und schnaufen. Bauchnabel zurücksuchen und auflösen. Gut, schieben euch auf die Knie. Hinten runter sitzen. Und entspannen. Stehen am Boden abstellen. Gehen wir noch in die Seitenlage. Liegen ganz ab. Am Kopf die Beine ein bisschen anwinkeln. Die Füße zusammenhalten und die Knie öffnen und schließen. Und schauen, dass die Bewegung aus dem Hüftgelenk rauskommt. Und das Becken behalten ihr stabil. Gut, dann öffnen wir das Knie, den Fuß anlüpfen, lassen den Fuß etwa auf
Beckenhöhe und die Knie schliessen. Stopp das ganze Bein tief und hoch. Und kurz mal heben. Okay, schiebe ich es über die Mitte auf die andere Seite. Füße zusammenhalten und Knie öffnen. Becken stabil behalten, Bewegung aus dem Hüftgelenk raus machen. Knie oben behalten, Fuß anlöpfen, Knie schliessen, öffnen. Gut, dann das ganze Bein tief und hoch. Wir bleiben oben und heben. Und auflösen. Wir drehen uns auf den Rücken. Wir brauchen ein Tuch oder ein Yoga-Band. Wir nehmen das rechte Bein auf, drehen das Band drum um den Fuß. Schaut, dass ihr weder das Band habt, beim Fersenbein habt. Hinterher auch zum Fersenbein. Jetzt fangen wir an mit dem Bein, das am Boden ist. Das strecken wir. Strecken den Oberschenkel in den Boden drücken, werden aktiv im Bein, durch den Fußspitz anziehen. Das Gleiche machen wir mit dem oberen Bein. Wir strecken es, haben einen aktiven Oberschenkel und den Fußspitz anziehen. Schaut, dass euer Nacken Verlängerung bleibt. Atmet, dann könnt ihr das Bein etwas mehr noch zu eurem Oberkörper ziehen. Immer daran denken, Kraft im anderen Bein am Boden abhalten. Wenn wir beide Enden der Tüchlein nur in die rechte Hand, gehen mit dem rechten Ellbogen zum Boden, nehmen das Bein auf die Seite raus. Und jetzt schaut ihr, dass eure linke Hüfte am Boden bleibt. Das linke Bein aktiv bleibt, den Boden reindrücken. Wir nehmen das Bein zurück und wechseln die Seite. Jetzt das rechte Bein fest in den Boden reindrücken, aktive Oberschenkelmuskulatur, Fußspitz anziehen. Das gleiche beim anderen Bein, das hier oben ist. Dann ein bisschen Zug geben, zum Oberkörper das Bein ziehen. Bleiben. Die Schultern könnt ihr entspannen.
Wir nehmen die Bänder oder das Tuch in die linke Hand, legen den linken Ellbogen ab den Boden, das Bein auf die Seite rausnehmen und schauen, dass die rechte Hüfte am Boden bleibt. Aktiv in beiden Beinen. Das Bein zurücknehmen, beide Beine strecken und kurz entspannen. Dann tun wir aufsitzen, entweder ein Bein fassen, aufrollen oder über die Seite aufkommen. Tut ihr aufstehen, aufrollen oder aufgestützt, gerade so wie es für euch geht. Wir gehen nochmal einschnaufen. Die Däume ineinander hineinhängen, ziehen uns lang zur Decke, die Schultern weg von den Ohren. Wir machen nochmal eine Seitneigung. Und Mitte und auf die andere Seite. Und Mitte. Und die Hände schliessen und die Hände oben. Gut, dann wünschen wir euch ganz viel Spass bei dieser Lektion. Wir hoffen, wir treffen euch gleich wieder im Highlight. Tschüss zusammen!